Heute mal Butter bei die Fische. Nur freitags das Tuna-Sub für 2,69 Euro. Subway. Eat fresh. In allen teilnehmenden Stores. Große Auswahl und echt schick. Das Leben ist so leicht mit Kick. Da kommt noch Kick und ganz nah. Der Kick ist für alle da. Spürst du die Sonne auf der Haut? Fühlst du den Wind in den Haaren? Und genießt du die langen Sommerabende? Dann hol dir jetzt deinen Sommerlook. Neu bei Kick. Modische Damen-Overalls mit Muster für nur 9,99 €. Kick. Sympathisch. Clever. Gut. Gönn dir das Sub des Tages für unschlagbare 2,69 €. Subway. Eat fresh. Spannend. Wir haben mal wieder Probebahncard 25. Für nur 5 € reisen Sie so 25% günstiger. Und samstags können Sie sogar einen Mitfahrer kostenlos mitnehmen. Dann haben Sie Zeit, Steffi zuzuhören. Was? Und nicht nur Navi. Diese Zeit gehört dir. Ich will schöner wohnen. Ich will Markenmöbel. Ich will Discountpreise. Ich will Albers. So. Zwischen den Sätzen zu warten ist natürlich total scheiße und langweilig. Und da ich alles ab kann, aber keine Langeweile, bastel ich immer so, oder nicht immer, aber oft, mir zwischen den Sätzen irgendwas, was ich mir vorstellen kann, dass mir das beim Training hilft. Im Moment mache ich mir irgendwie so eine Art Griffe für den Schlingentrainer oder was weiß ich für was. Das Seil hatte ich noch irgendwo rumliegen, ein Stück Seil. So. Und Spleißen, als alter Seemann, sollte das ja kein Problem für mich sein. Also habe ich hier ein Auge gespleißt, Knoten gemacht, Spleißenauge, da auf der anderen Seite genau das gleiche. Und das ist ein ganz einfacher Dreier-Tauschspleiß, den kann man sich selber beibringen, da braucht das keine große Kunst. Also. Nur wenn man ein bisschen spleißen kann, kann man natürlich mit Tauen sehr viel machen, was man im Fitnessstudio dann gebrauchen kann. Aber der König ist natürlich einer wie Taurus, der schweißen kann. Denn die ganze Spleißerei bringt dir zwar ein bisschen was, aber immer wenn du was schweißen willst und kannst nicht richtig schweißen, hast ja immer im Hinterkopf drin, hält das auch? Während so einer, der richtig schweißen kann, der sagt, habe ich geschweißt, das hält. Ne? Ich weiß auch, also bevor hier mein Spleiß aufgeht oder kaputt geht, reißt das Seil. Und das Seil hat bestimmt eine Bruchlast, schätze ich, ja, ist ja ein altes Seil. Aber ich schätze mal noch weit über 500 Kilo. So. Mal gucken. Wie es aussieht, ziemlich gleichmäßig, auch ziemlich gleichmäßig. So, jetzt sollen nur noch die Enden abschneiden. Und dann haben wir schon wieder was uns gebastelt. Mache ich nachher natürlich noch ein bisschen schöner die Enden, versteckt die noch. Und habe ich auch gleich meine Pause um. Da kann mein letzter Satz kommen. So, fertig. Komm, machen wir einen Moment länger Pause, machen wir das auch noch. Fertig, dann haben wir das. Dann sieht das auch gleich ein bisschen nett aus. So, haben wir unsere zwei Griffe.
Was genau ich damit mache, weiß ich jetzt noch nicht. Fällt mir aber irgendwann noch was dazu ein. Mein Schlingentrainer und Schlaufen und so habe ich ja schon. Gut, mal gucken, was unser Heben macht. Ach, so, mal ein Bild. Ja, okay. So, mal versuchen, nicht ganz so schlecht zu sein. Letzter Satz. Ja, da hat der Herr Brillewin sich aber ganz gut was einfallen lassen mit seiner Tabelle. Mein lieber Herr Gesangsverein. Erstmal dachte ich, ja, so schön kann es gar nicht werden, aber das geht dann doch schon in die Knochen. Philippin, du alter Russe. Ja. Also, ob das fürs Kreuzheben das ideale Programm ist, wage ich stark zu bezweifeln. So. Wer nicht bleißen kann oder nicht bleißen will, da kann sich natürlich die ganze Sache etwas einfacher machen. Und zwar ein altes Stück PE-Rohr, noch irgendwie eine Wasserleitung vom Stall oder was das gewesen ist. Und ein Stück Kette, das ist hier aus Versehen eine Kette, die hält 2, so und so viel Tonnen. Also das braucht man nicht, da genügt auch eine einfache Schaukelkette vom von der Kinderschaukel. So, kleiner Haken. Und was haben wir? Selbstgebaut, also hier müsst ihr euch vorstellen, habt ihr halt irgendwie ein Band dran oder was? Habt ihr einen selbstgemachten Schlingentrainer mit Griffen? Richtig stabil. So, ich sortiere das jetzt mal weg. Und hänge mal meinen da dran. Und wie man unschwer sehen kann, habe ich hier noch richtig Lust zum Spleißen gehabt. Und das habe ich so Larifari gemacht. Ist aber egal. Es hält auf jeden Fall und kann nicht verrutschen. Die Ketten hier ja, ist leider kein Stopper, das kann verrutschen. Also mache ich das hier weg. Und baue halt irgendwie, wenn ich mal wieder eine kreative Phase habe, mit den Ketten was anderes. Geh rein, du. Mann, da sind keine Haare dran. Ja. Scheiße. Ja. So. Und fertig. Ist ein richtig stabiler Schlingentrainer, kann ich mir ins Reck hängen und meinen alten Kadaver ein bisschen bewegen. So, das war's für heute. Irgendwann trainiere ich auch mal mit dem bulgarischen Sandsack, aber im Moment ist mir nicht danach. Ja, bis dann.